bin über jeden verfickten Lebenspunkt glücklich. Und ich werde natürlich alle 5 Prince of Persia Teile spielen, wenn ich das nicht schon erwähnt habe. Also die klassischen 3 und dann dieser 2008 Teil und dann die vergessene Zeit oder der vergessene Sand oder wie der heißt. Ich glaube, das habe ich aber schon mal erwähnt. Der Running Gag muss trotzdem immer sein. So, neues Leben. Irgendwann geht es über den ganzen Bildschirm. Nee, Quatsch. So hart ist es dann auch nicht. So. Jetzt können wir da mit hinten, lern mal sprechen, du doofer Typ. Hier besitzt die Kraft von Rustam. Wer ist das denn? Wer ist denn Rustam? Im Vergleich zu eurem alten Schwert. Mein altes Schwert war cool. Wo sind wir? Sagt, dass der Palast auf den Ruinen eines Älteren erbaut wurde. Aber ich hielt das für eine Legende. So, das musste sein. Also, habt ihr eben den Prinz gehört? Dieser Palast wurde nämlich auf den Ruinen eines anderen erbaut und wir sind jetzt wahrscheinlich in den Katakomben des alten Palastes. Naja, jetzt springen wir darüber, ist doch normal. Das wird eine Hammergeschichte. Freunde, glaubt mir. Ich bin mir echt unsicher. Egal, YOLO-Style! Das komplette Spiel ist übrigens YOLO-Style. So. Ach so. Man sollte sich auch den Raum vorher angucken, bevor man irgendwas macht. Ja. Verpiss dich. Ach nee. Ich hab schon gedacht, du entschuldigst dich, weil du dich, weil du mir im Weg stehst. Pfarrer. Pfarrer. Aber, nein. Sie ist so, sie wird so ungefähr ausgesprochen wie Richter. Richter. Pfarrer. Immer diese orientalische Nacken. Ich hab gerade eben mit, okay. Ich kommentiere das nicht weiter. Ach so, die sind auf einer Höhe. Dann sag mir das doch. Sagt mir auch keine Sau. Natürlich bekomme ich Leben abgezogen. So. Wie machen wir das denn jetzt? Müssen wir uns da entlang hangeln? Ah, ne, so geht auch. Gut. Jetzt müssen wir uns entlang hangeln. Super. Hat super gebracht. Ich glaube, wir müssen da noch eins runter, oder? Und wir müssen noch eins runter. Und jetzt müssen wir eins hoch. Und jetzt müssen wir hier Wandsprung. Und mir gefallen diese Tiergeräusche nicht. Die Fledermäuse und so, ne? Weil wir wissen ja, Fledermäuse sind böse Tiere. Denn sie sind, sie saugen uns das Blut aus, weil sie Vampire sind. Mann. Wow, das war knapp. Ist mir egal, wo du bist. Ich habe eine Sandwolke. Und die ist viel, viel cooler als du, weil die hat wenigstens einen Zweck, nicht so wie du. So. Wie gesagt, bei Prince of Persia immer so ein bisschen auf die Umgebung achten. Deswegen hat man auch, glaube ich, 5 verschiedene Kameraansichten. Man kann die Kamera zum einen drehen, man hat die Ich-Perspektive, man hat die Weitwinkelperspektive und das war's dann auch schon. Aber das bringt's teilweise. Das hier ist die Weitwinkel. Ah, und das ist die Zentrieren, natürlich. Hier muss man auch viel mit der Kamera spielen. So, war ja ganz einfach soweit. Ja, da bin ich. Wo soll ich denn sonst sein? So. Noch irgendwas? Nee, da, von da ist Madame, ich krabbel mal gern durchs Loch gekommen. Und dann drehen wir hier das mal auf und dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Okay, die muss ich nur halb drehen. Pfarrer. Pfarrer. Du stehst mir im Weg. Danke. Diese Tussi, ne? Kann man diese Säulen auch einschlagen? Die sehen so rissig aus. Nee, okay. So rissig. Pfarrer, warum hast du Leben verloren? Passt du nicht auf dich auf? Pass doch einmal auf dich auf, Pfarrer. Wirklich. Pfarrer, pass doch auch mal auf mich auf. Da, ein Spalt. Ja, kletter durch, krabbel durch, keiner. Okay, ich muss wohl darüber rennen. Aber was? Wie soll denn das bitte gehen? Hier bin ich! Pfarrer, ernsthaft, war das jetzt eben dein Ernst? Schafft ihr es? Bleibt auf dem Schalter!
Das habe ich verdammt gut getimed. Muss ich sagen. Also, ein besseres Timing hätte es da nicht geben können. Oh Gott, ich hätte auch mal dran denken können, dass Farah damit irgendwas zu tun hat. Farah, ich konnte dir eben unter deinen Rock sehen. Leider aus der falschen Kameraperspektive. Und oh, oh. Gegner. Hallo, ich bin hier. Wo seid ihr? Moment. Meine Kombos. Wie geht nochmal meine Kombo? Ach so, ich weiß es wieder. Zack! Das ist dieser Einfrieren-Modus. Zack! Zack! Verbraucht alle unsere Sandwälder daneben. So. Dass ihr den auch mal gesehen habt, aktiviere ich mit Blocken und der Zeit-Zurückspulen-Taste. So, euch weiß ich schon, wie ich platt mache. Nämlich an der Wand. Oder mit meinem stylischen neuen Schwert. Hilf mir! Wieso denn? Wie guckt die denn da gerade? So, wo sind denn die anderen? Ach, da. Das sind ja meine Freunde. Ach, das sind schon wieder neue Gegner. Ist mir gar nicht aufgefallen so. Oh, jetzt muss ich auch noch auf Farah aufpassen. Ah, holy moly. Farah, kümmere dich mal darum, dass die mich hier so ein bisschen in Ruhe lassen. Gott sei Dank kann ich euch mit meinem geilen Trick aufsaugen. Ah, großer Absprung an der Wand und dann die Gegner hier killen. Das ist so Standard bei mir. Oh, sehr schön dieser Trick. Jetzt packe ich hier mal die Trickkiste aus. Oh, shit. Farah, pass auf! Scheiße. Ich muss mich da dazwischen stellen. Ach, Farah, du bist scheiße. Game Over Bildschirm zum ersten Mal, aber nicht, weil ich gestorben bin. So, dann weiß ich, wann ich das Zeiteinfrieren benutze. Wenn alle bei Farah sind. Apropos, wo ist diese Bitch? Farah? Wo bist du? Stehst du noch in der Tür? So, nächster Tod. So, jetzt werden die Kämpfe schon härter, wie ihr seht, weil die in großen Mengen erscheinen und auch ordentlichen Bums drauf haben und es nicht nur auf mich abgesehen haben, sondern auch auf die gute Farah. Aber die Musik ist immer noch geil. Dagegen kann man einfach nichts sagen. Und die aus Warrior Within ist noch ein Ticken geiler. Woher kommst du denn? Wow! Double Hit! Komisch, jetzt läuft das viel, viel besser und jetzt sind wir da auch schon fertig, habe ich das Gefühl. Nee, noch nicht ganz. Wo sind denn hier meine Freunde? Ah, scheiße. Egal, dann packen wir die Trickkiste auch nochmal aus. Oh, fuck. Aua.
Zeit einfrieren. Zack. Zack, zack und zack. Zack und die nächsten. Zack, zack, zack. Und die erscheinen immer wieder und zack. Zack. Scheiße, jetzt ist rum. Egal, euch kriege ich aufgesaugt. Oh, wow, das war eine richtige Gegnerwelle, die da gekommen ist. Und ja. Wow. So, den Trick habt ihr gesehen. Und er war cool. Ach, dieses Zeiteinfrieren ist schon was Tolles. Das ist eine tolle Geschichte, sowas. So, nächster Speicherpunkt. Oh nein, die kommen jetzt schon. Okay, wir erlernen einen neuen Trick. Unsere Konterattacke. 43, nicht schlecht. Also fast die Hälfte vom Spiel. Und jetzt kommen die fetten, die richtig fetten Gegner. Jetzt gibt's harte Kämpfe, jetzt werden wir sie auf dem Game-Over-Bildschirm sehen. Und wahrscheinlich auch wieder oft wegen Pharah. Hab ich das Gefühl. Ich hoff's echt nicht, dass es so ist, aber wahrscheinlich wird dem so sein. Denn wir kommen jetzt in die Mensa, in die Essenshalle. Weiß nicht, ob man das damals schon Mensa genannt hat, wohl eher nicht. Was? Wir müssen die Tür öffnen. Such den Schalter. Da ist er doch schon. Die Tür ist offen. Ich gehe rein. Wartet auf mich. Schnell! Die Speise. Die Tafel der Soldaten. Die Tafel. Der Geruch von Essen drang noch aus der Küche. Wenige Stunden zuvor saßen hier Männer an den Tischen, die beim Abendessen kameradschaftlich miteinander lachten, wie die Männer meines Vaters und Seraph. Böse! Da sie sich im Palast sicher vor Feinden fühlten. Wie sollten sie ahnen, dass der Feind unter ihnen war? Du bist nämlich der Feind. Oh, scheiße. Ich muss zuerst zu Pharah. Helf mir! Weil die Wichser da mit dem fetten Säbel. Ich kann meine ganzen Tricks jetzt gar nicht mehr so anwenden, wie ich das eigentlich will. Das ist das Bittere. Weil mich hier alles umhaut zurzeit. Alter. Pharah, bitte schieß mal öfters mit deinem verfickten Bogen. Dein Anus nehme ich noch. So, immer schön bei Pharah bleiben ist hier die Devise, weil dieser Kampf ist übel. Ihr seht schon, wie viel Leben ich verloren habe. Dann kümmer du dich mal drum. Du hast auch einen Bogen, mit dem du blocken kannst, habe ich gehört. Du stirbst! War's da schon? Nein, natürlich nicht. Wo sind sie? Da. Ich brauche noch ein paar Sandaufladungen für die Zeiteinfrierung. Ist gerade schlecht. Weil ich möchte hier... Nein, ich möchte später die Zeit einfrieren. Oder doch, jetzt schon. Holy fuck! Wir gehen sowas von hier drauf. Ja. Wir probieren es aber weiterhin. Weil schließlich können die sich ja auch gegenseitig so ein bisschen verletzen. Pharah, halt bloß durch. Pharah, ich bin da. Pharah, halt durch.
Boah, war das knapp. So, ihr seht, wie die Kämpfe jetzt ablaufen. Definitiv kein lockerer Gang, den wir hier machen. Oh, scheiße. Ich will den Großen da umlegen. Ich kann die Zeit einfrieren. Die Frage ist, bringt das jetzt noch was? Farah, lähm die mal. Hallo. Ungefähr so, ja. Oh mein Gott, ist das gerade eine Tortur. Aber das müsste es jetzt fast gewesen sein. Oh Gott, das war's. Alter. Die Kämpfe sind mies. Wir trinken jetzt erstmal was. Wow. Gott sei Dank wusste ich noch, dass da unten ein Brunnen war. Weil dieser Kampf, den habe ich echt heftig in Erinnerung. Und der Kampf, der da noch kommt, da kommt nämlich noch gleich einer auf der Brücke. Der wird noch mieser werden. Und alle Kämpfe, die danach kommen, werden so richtig scheiße. Nee, die Tür kann ich nicht einschlagen. Aber wir können speichern und können uns die nächste Vision ansehen. Yeah. Genau, der Kampf an der Brücke. Der wird scheiße. Tagesanbruch. Mhm. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier. Oh mein Gott, ich hab so Schiss. Die Kämpfe werden nämlich richtig übel werden. So, dann suchen wir uns mal, aber jetzt gibt's erstmal wieder eine lockere Kletterpassage. Das heißt, ja, jetzt erstmal wieder so ein bisschen entspannt. Das Spiel wechselt das gut ab einfach. Das ist, gefällt mir. So, darüber rennen. Tja, dann lern's. Wäre so mein Tipp. So. Und auch die Kletterpassagen, die werden nie langweilig, weil es immer irgendwas Neues ist so an sich. Also es sind immer wieder die gleichen Elemente drin, aber der Aufbau ist immer anders. So, bald bekommen wir einen neuen Sandbälder dazu, was mir sehr gut gefällt. So, schwing mal wieder rüber. So, dass wir jetzt an die Außenmauer können. Dass wir jetzt erstmal wieder raus aus diesem Palast kommen. Sag ich doch. Aber wir müssen ja auch noch Farah holen. Was hier rüber geht. So, und der Kampf hier an der Brücke, der wird ekelhaft. Der wird sowas von ekelhaft. So, da müssen wir hoch. Nee, so nicht. Hä? Oder? Nö. Steffen hat das Spiel gebuggt. Steffen hat... Nein. Steffen weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Warum rede ich gerade von mir in der dritten Person? Vielleicht gibt es ja auf der anderen Seite was. Ja, natürlich ist hier was. Auf der anderen Seite ist nur der Abgang. Natürlich. Wie soll es auch sonst sein? So. Ich bin gerade ein bisschen zusammengezuckt. Muss ich einfach mal so dazu sagen. Hochziehen, Prinz. Alles noch umgänglich. Das will ich gern zurückspulen. Diesen Schaden lasse ich nämlich nicht auf mir sitzen. Sag ich doch. Das kennen wir aus der Vision. Haha. So. Wunderschön. Ich finde es auch immer so toll, wie sich die Vision dann einfach erfüllt. Oh. So.
runter da und da wieder rein. Ich bin hier unten. Das ist schön für dich, das interessiert mich nämlich nicht. Obwohl, doch, wir müssen jetzt nämlich eine Leiter runterlassen. Für die gute Pfarrer. Oder wir holen sie einfach aus der Wand, natürlich. Kletter schneller, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, meine Abonnenten übrigens auch nicht. Danke. Danke. Komm gut. Halt's Maul. Ernsthaft? Wir müssen über diese Brücke. Entschuldigung, dass das Telefon jetzt klingelt, ne? Aber was kann ich dafür? Kann da mal jetzt jemand dran gehen, verfickte Scheiße? Danke. Mann, es klingeln nicht umsonst zwei Telefone in der Wohnung.